Heute haben wir ein Fest gefeiert. In der koptischen Kirche lesen wir jeden Tag aus dem Buch des Synaxariums eine Lesung. Und die Kirche hat so geregelt, dass wir eine Gemeinschaft mit den Heiligen durch diese Lesung bzw. Lesungen. Manchmal denken wir an die Geschichte einer oder eines Heiligen. Manchmal denken wir an eine Erscheinung wie Erscheinung der Heiligen Jungfrau Maria im Jahr 1968 in Zeitun. Und manchmal denken wir ein großes Wunder, das geschehen und den Glauben der Gläubigen gestärkt hatte. Heute denken wir an dem Wunder vom heiligen Athanasius. Wir wissen, Athanasius war ein Diakon, hatte im Konzil von Nikea im Jahr 325 den Glauben verteidigt gegen Arius. Arius behauptete, Jesus ist nicht Gott. Oder Jesus ist ein Geschöpf Gottes. Athanasius hat mit vielen Argumenten aus der Bibel, aus der Logik und hatte überzeugt, dass Jesus im Alten Testament und im Neuen Testament ist klar und deutlich der Mensch gewordene Gott. Athanasius hatte dadurch große Erfahrung und auch Ruhm bekommen. Ein paar Jahre ist Papst Alexandros gestorben und wurde Athanasius als Papst gewählt. Heiliger Athanasius war so jung, aber so stark im Glauben und so wunderbar. Er hat mit 20 Jahren alt Bücher geschrieben über die Gottheit Christi. Stell dir vor, ein junger Mann mit 20 Jahren alt schreibt Bücher, die bis heutzutage werden in allen theologischen Fakultäten der Welt unterrichtet werden. Viele Forscher werden Doktorarbeit vorbereiten über diese Bücher von dem heiligen Athanasius. Heiliger Athanasius war verehrt auch von Konstantin am Anfang. Aber leider, langsam hatten die Arianer, die Angehörigen von Arius, dem Konstantin überzeugt, dass Athanasius kein Recht hat. Konstantin selber hat vom Glauben wenig Ahnung gehabt. Leider. Und deswegen hat er selber heiliger Athanasius zweimal verbannt. Heiliger Athanasius, der Große, der Apostel gleich, wurde fünfmal verbannt. Aber heute, wir lesen eine Geschichte von Konstantinus. Konstantinus ist einer der drei Söhne von Konstantin. Das heißt, nach dem Tod von Konstantin ist sein Sohn Konstantinus der König und Kaiser geworden. Aber leider, er war Arianer. Er hatte an dem Glauben von Arius geglaubt, dass Jesus ein Geschöpf Gottes sei. Deswegen hat er Athanasius verbannt. Nochmal und nochmal. Aber er konnte nicht die Argumente und die Weisheit und dem Wissen vom heiligen Athanasius widerstehen. Deswegen hatte er entschieden, Athanasius zu töten. Aber er sagte, wenn ich ihn töte, mit Waffen oder wenn ich Gefangener für längere Zeit, wird Ägypten gegen mich in Aufruhr sein. Ägypten war wichtig, so wichtig für das Königreich, weil alle Getreide, die im Kaisertum benutzt wird, kommt und kam von Ägypten. Deswegen hat er ihn nicht getötet direkt. Aber er sagt, ich werde ihn in einem kleinen Boot einfach bringen, stellen. Und ich werde ihm kein Wasser geben, kein Essen und einfach das Boot auf dem Meer legen. Er wird sicher sterben, entweder verdurstet
oder verhungert oder wird in Wasser versunken und wird sicher sterben. 100%. Das war ein sehr perfekter Plan von dem Kaiser Konstantinus. Und wirklich, sie haben ihn mitten im Meer gelassen. Und sie haben gesagt, die Geschichte von Athanasius ist zu Ende gekommen. Athanasius ist schon gestorben. Sie haben mittlerweile einen Mann geschickt. Hieß Georgios. Und sie hatten ihm befohlen, viele Kopten zu töten. Und dort musste als Patriarch ernannt. Georgios war ein Laienmensch. War auch Arianer. Und das Volk in Ägypten hat ihm abgelehnt, niemals gefolgt. Langsam, nach mehreren Tagen, ist ein Wunder geschehen. Heiliger Athanasius hatten die Engel ihn begleitet auf dem Weg, das Boot bewahrt und an Alexandrien, schau mal, stell dir vor, von Konstantinopel, Türkei jetzt, bis nach Ägypten, das ist eine sehr lange Fahrt. Und dort hatten die Kopten entdeckt, Heiliger Athanasius ist da. Das ganze Volk von Alexandrien kam, um ihn zu empfangen, hatten ihn mit großer Ehre empfangen und hat ihnen erzählt, was geschehen. Sie haben gesehen, in einem kleinen Boot kam er von Konstantinopel und hatte seinen Stuhl in Alexandria wiederbekommen und als Patriarch für Ägypten weitergearbeitet, bis er 73 Jahre alt geworden war. Oh Gott hat ihn bewahrt, weil das war ein Zeichen für den Glauben, für den richtigen Glauben. Im Bedarf wird Gott Wunder tun, wenn wir es brauchen, wenn es nötig ist und es geschehen. Und diese fremde Person, Georgios, wurde abgestoßen von Ägypten und eigentlich Ägypten lebte in Ruhe danach, nach diesem Wunder. Gott ist mit uns, Gott unterstützt uns und lass uns die Kirche und Gott verehren, lass uns Gott bis in Ewigkeit loben. Ehre sei unserem Herrn in alle Ewigkeit. Amen.